Moin Moin und herzlich willkommen zu Dawn of War 3. Ja, ihr hört richtig, die Beta hat heute angefangen und wir nutzen mal eben die knappen 3 Tage, um uns das Tutorial und natürlich so viel wie möglich KI-Matches, Matches gegen Menschen natürlich, ich lasse dann die KI aussehen, zu sehen. Bin schon ganz nervös, ihr merkt es selber. Also mal eben rein, hier Lernen, Ausbildung, Tutorials, Grundlagen, Fortgeschritten, ja komm. Geht ran. Ist auf jeden Fall ein weiterer Meilenstein im Warhammer-Universum. So hoffen natürlich alle. Ob es dann so sein wird, gucken wir mal. Die Wertungen, die man jetzt schon sieht, von GameStar und dergleichen, sind natürlich im mittleren 80er Bereich. Heißt, wie immer, sind ein paar Sachen nicht so gut aufgefallen und viele Sachen sind sehr positiv aufgefallen. Machen wir uns nochmal ein eigenes Bild davon. Spielen könnt ihr das in einer Woche. Was ist das? Der 29., 27.? Irgendwann dann. Ich glaube 27. Da sollte der Release kommen. Will die Taste drücken. Ich habe nur die Maus. Ihr habt hier keine Tasten. Ich spiele nur mit Maus und Lenkrad. Welcome to the first Dawn of War 3 Tutorial. This first tutorial will teach the basic gameplay mechanics you need to know in order to play Dawn of War 3, such as basic combat and base and army building. For the purpose of this tutorial, you will be playing as Space Marines. Ja, wer sonst? Es wurde auch nahegelegt, dass man tatsächlich mit dem Tutorial anfängt, denn es gibt dann doch Änderungen zum ersten und zweiten Teil. Tada, da ist es. Kann ich noch anders schwenken? Oh ja, mittlere Maus ist übergefallen. The Stronghold is used to deploy builder units and basic combat units. Okay, also entsenden wir erstmal Einheiten in der Festung. Aus der Festung. Okay. Ja, soweit, soweit, so gut. Hier könnte man ihn setzen, aber er soll hier in dem Bereich wohl sein. Next. We will build your forces, starting with a tactical marine squad. Na, Standard. Deploy a tactical marine squad from your stronghold. So, dann wählen wir die hier wieder aus. Klar, ganz normal das Menü. Ich meine, das war früher rechtsbündig. Kann man das vielleicht auch noch wieder nach rechts bekommen? Weiß ich nicht. U-Teile bewegen. Machen wir ja schon. Wie lange brauchen die? Ist das dieser Balken da? Ja. Oh, das geht relativ fix. Hier unten ist die Liste der Einheiten. Da haben wir die. Ranzoomen, alles toll. Oh, ist das schön. You will need to construct additional kinds of base buildings. Das maximal zoomen. Okay, geht schon. The Space Marine Builder Unit is the Servitor. Deploy a Servitor from your stronghold. Okay, Servitor. Da ist er. Stell ihn her. The Servitor is weak in combat, but is able to construct additional base buildings. Der kostet jetzt hier was, aber ich habe jetzt keine Elite-Punkte mehr, keine Energie mehr und keine Anforderungspunkte mehr. Das heißt, wir werden jetzt wohl Punkte einnehmen müssen. Oh, was haben wir denn hier alles? Reparieren, klar. Gebiet entdecken und Zielbereich. Da kann man also W drücken, um ihn dahin zu... Okay. Hier unten können wir die auch nochmal auswählen. Das ist sehr gut. Ich bin ja schon da. Ach so, da. Wenn man nicht aufpasst. Ja, es wird leider nur in Englisch geben. Also jedenfalls die Aussprache in Englisch. Die Texte, wie ihr seht, sind natürlich in Deutsch. Vielleicht wird irgendwann mal Deutsch nachgereicht als Ton. Unwahrscheinlich, da muss er wieder den ganzen Sprecher holen. Linksklick hier. Ja, das Zahnrad, da können wir Sachen wählen. Natürlich auch alles mit Kürzel, mit Q. Gleich mal testen. CQ. Ja, ist ja gut. Ich constructe die ja schon. Sieht alles sehr nett aus. Hier überall Dampf, Brutzel, Brutzel. Quasi wie im ersten Teil, erstmal eine Base bauen. Die guten alten Dawn of War Zeiten.
soll ja das Beste aus 1 und 2 drin sein. Abzüglich der Deckung. Eine Deckung gibt's hier jetzt wohl nicht. Schade. Your barracks is complete. You can use it to deploy new kinds of units. Das sieht aber dann noch immer komisch aus, wenn überall Steine sind für Deckung. Wer hat die da hingelegt? You can also set a rally point by selecting your barracks and then issuing a right click on the battlefield. Ja, auch dahin, ne? We will now deploy assault marines from your new barracks. Kann ich mit dem Pfeiltasten? Oh, das ist ja fast noch besser. Assault Marines. Gut. Das sind quasi die Sturmtruppen. Sturmmarines. Genau, hier. Am unteren Ende. Auf der Balken. Derzeit können wir schon rumlaufen. Ja, aber nicht im Tutorial. Nein, da kann ich nicht laufen. Bauen Sie zwei Sturmmarines. Der kann aber dann hier sehen. Warte. They are equipped with jump packs and cost more resources to deploy. Ja, Sprungmodule und Kettenschwerter. Und ich muss die Mausempfindlichkeit nachher ein bisschen ändern. Assault Marine squads are deployed. You are ready to take your forces into battle. Der kann nur eine Kaserne bauen. Ansonsten ein Detektor passiv. You can select multiple units at once by box selecting a group of units. Eine Box. Das krieg ich hin. Upsa. Ich rutsche noch ein bisschen mit der Maus hier wahllos hin und her. Ich sollte vielleicht die Pfeiltasten nehmen. To more easily manage your units, you can assign your selected units into control groups. Assign your tactical and assault marines to a control group. Okay, wie machen wir das? Mit Steuerung oder mit Shift? Ah, müssen mit Steuerung. Das kann man ja wahrscheinlich auch alles dann einstellen. Machen wir mal hier. To help you better manage different kinds of units, they can be put in multiple control groups at once. Und schon können wir schön switchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. There is enemy activity behind the fog of war. They will appear once your units are close enough to see them. Find the enemy behind the fog of war and eliminate them. Ich würde jetzt gerne mal noch eine Einheit bauen, einfach nur. Na, eher so nö. Scout-Scharfschützen-Squad. 380. Wir haben kein Einkommen. Das ist natürlich doof. Wir haben auch keine Punkte, die wir einnehmen können, denn die Map ist ja begrenzt. Kommen dann nicht lang labern. Drauf! Die sind jetzt nicht wirklich gesprungen. Ja, Rechtsklick habe ich doch schon drauf. Jetzt habe ich gar nicht getestet, ob die sich im Kampf auch zurückziehen können. Aber das sollten die ja nicht können. Dass sie nicht für immer gebunden sind, ne? Was da? Gesundheitspickup. There is a health pickup ahead. You can restore a squad's health by moving it over to a pickup. There are more enemies ahead. Okay. This time we will move your units with the attack move command. Ist das A? Ja, units using attack move will move to the specified location and automatically stop to attack enemies encountered along the way. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wie in allen Echtzeitstrategie-Spielen. Und wenn ihr in unbekanntes Gebiet einfach reinzieht, in der Zeit was anderes macht, bewegt die nicht rein. Macht immer den Angriffsbefehl, dann halten die an. Aber das dürfte ich ja den alten Hasen und euch nicht erzählen müssen. Was haben wir? A? Hallo? Ah. Okay, so hat's geklappt. Sind die da jetzt? Die sind immer reingelaufen, oder? Attack move is more safe, efficient and effective than using the right click move. Springen mit zwei. Right click move is for positioning units within combat or for escaping combat. Learning which move command is appropriate to the situation at hand will make you a better commander. Alles klar. Feindliche Orks besiegen. Abgeschlossen. The enemy is trying to gain a tactical advantage by capturing that heavy cover. Capturing heavy cover activates a shield that protects the units inside from ranged damage. Your ranged units cannot enter heavy cover that has been captured by the enemy. Okay, so haben die das Problem gelöst. Counter cover property, such as assault marines, can enter captured heavy cover and fight enemy units inside.
Da feuer ich natürlich erstmal mit den taktischen Marines drauf, einfach nur um das mal zu sehen. Heavy cover is located on higher ground. Your squads cannot reach it on foot. Use your assault marines jump ability to leap them into the heavy cover. It is also possible to destroy heavy cover with ranged damage. Erstmal hier. Destroy the enemy. Wo sind die denn? Da ganz hinten. Ach, da komme ich gar nicht hin, oder? Ja, er möchte, dass wir die auswählen, alles klar. Ich kann bis da hinten hinspringen? Jetzt wieder verarschen. Ah, alles klar. Ist hier so. Boah, Alter, ist das ein Sprung. Und dann hat er ein bisschen Abklingzeit, 5 Sekunden, und dann geht's einfach weiter. Die machen Hit and Run. Zack. Destroy the enemy. Nichtsdestotrotz fliegen die auch noch eben dahin. Das sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus, wenn die landen mit Shotgun und so. You have been granted an additional squad. This squad has suffered a casualty and is no longer at full strength. We will reinforce this squad back up to full strength. Move this damaged unit to your stronghold or barracks to begin reinforcement. It costs resources to reinforce a squad, but it is always cheaper than purchasing a new squad. Assault squad. Okay. R, verstärken. Inbound to Mark's location. Wählen Sie einen Schild. Move this squad to a base building for reinforcement. Aber ich will das doch gerade. Habe ich ihn nicht ausgewählt? Hm. Er will das nicht. Wen sehr beschädigt ist das? Habe ich alles gemacht? Squad to a base building for reinforcement. Ach so, das muss erstmal zur Base hin. Schade, ich dachte, ich kann das hier schon aufladen. Ja, komm. Das ist natürlich sehr cool von da hier rüber. Ja, sorry, dass ich kurz ein bisschen abgelenkt war. Er hat natürlich immer Building gesagt, 100 Mal. To see if your unit is within reinforcement range, simply select the building and view the rotating reinforcement reticule on the ground. Das ist der hier. The squad's reinforcement will pause if it moves away from the reinforcement structure. Reinforcement will resume once the squad moves back into range of the reinforcement structure. Verstärken wir denn nochmal und nochmal. Wie viele sind denn in der Einheit drin? Okay, das wird doch die maximale Anzahl sein. 5 Stück? Ja, 5er Assault-Team. Die freuen sich hier schon Keks in der Kuppel. Okay, gut, dass Wissen Deckung da ist. Das ist eine Überraschung, wusste ich jetzt nicht. Aber diese kleinen Deckungen wird es nicht mehr geben. Und von Deckung zu Deckung schleicht und... Das ist auch gut. Oh ja, Sniper! Gib mir die Sniper. Das macht Spaß. Ja, komm. So viele Fensterchen hier. Schildkampf-Infanterie. Muss sich vor dem Feuer bereit machen. Okay. Okay. Ja, machen wir nochmal. They are weak against melee attackers, so keep them stationed behind your other units. Ich kann jetzt natürlich nicht sehen, welche Reichweite die haben. Snipers, your scout snipers are ready for combat. The enemy is marching towards your stronghold. Position your units to intercept the enemy attack. Oh, okay. Da sind sie ja schon.
Okay, wir haben ganz gute Reichweite. Oh, alles klar, die springen da direkt alle hin. Und hinein. Ja, ein bisschen zurückziehen. Der ganze Dreier-Trupp. Den jetzt erstmal ein bisschen pimpen wieder. Geht das? Ah, wir haben keine Ressourcen. So, ein weiterer Enemy ist da. Hier hin. Okay. Die werden gebunden. Dann im Nahkampf attackiert. Sehr gut, sehr gut. Da unten seht ihr dann immer, wenn die schießen. Cool. Well done. This completes your first set of lessons. Ja, aber jetzt schießen die noch gar nicht mehr. Ich dachte, das wären die Schüsse. Krass, cool. Ich bin zwar sehr ungeschickt hier mit der Maus, vor allem, die ist irgendwie gerade so. Aber macht sehr viel Laune. Ihr werdet immer online sein müssen. Ne? Kampagne, KI-Spiel oder Multiplayer. Das hat aber, glaube ich, auch den Hintergrund, dass ihr da auch EP sammelt während der Kampagne und das ist dann auch hinterher im Multiplayer quasi euer Level und EP. Und umgekehrt. Aber umgekehrt weiß ich gar nicht mehr. Aber in der Kampagne verdient ihr schon mal eure ersten wertvollen Sachen, die ihr im Multiplayer auch nutzen könnt. Das zweite, würde ich direkt sagen. Komm, komm mit alle raus. Wie gesagt, gleich wird es noch ein paar Partien hageln. Oh, mal gucken, wann ich die rausschicke. Es ist eigentlich geplant, dass ich dann ein paar Partien kommentiere vom ganzen Team. Mal gucken, wer da noch so dabei ist. Der eine oder andere ist sicher ein Dawn of War Spieler. Und auch den dritten Teil, wenn die sich dann holen. Und dann kommentiere ich das mal so ein bisschen. Mal gucken, wie das ankommt bei euch. Tasche drücken. Vergiss ich immer wieder. Hier, komm, ich drück mal Enter. Welcome to the second Dawn of War 3 tutorial. This tutorial will cover elite units, resource capture, line unit upgrades and advanced combat. Ja. Cool. Verbesserung, Eliteeinheiten, sind wir dabei. We will begin by calling in an elite unit, Gabriel Angelos. Ja, der elite gute Gabriel. Units are stronger than line units and possess powerful abilities. They are not deployed from base structures, but are equipped before a match and unlocked in battle by spending elite points. Deploy elite unit Gabriel Angelos to the battlefield. Wie ihr sicher gehört habt, ihr könnt dann Elite-Punkte ausgeben und euch dann aus mehreren Elite-Einheiten welche auswählen. Die unterschiedlichen Elite-Punkte kosten, die sich mit dem fortschreitenden Kampf immer weiter auffüllen. Ihr könnt dann hinter so einen dicken Mech holen oder auch mehrere kleine. Das wird hinterher entscheidend sein, welche Taktik ihr wählt. Da haben wir den gerade. Der kostet 4. Ich habe 4. Ich glaube, die großen kosten 10 oder 11 oder. Gabriel is a powerful melee unit with crowd control. Das sieht ja cool aus. So ein bisschen wie die Teleportation vom neuen Star Trek. Oder vom Reboot des Star Treks. Entsenden Sie Gabriel. Resource points will boost your income and allow you to further build your army. Aha. Warum geht das denn jetzt so langsam alles? Wenn ich die Pfeiltaste drücke, komme ich nicht über die Bewegung hin. The foe is in heavy cover. Kill the enemies blocking the path to get to the resource point. Hat der einen Hammer, ey. Your master sent you to die. Krass. The enemy is now out of your way. Was war das da? Press further to the resource point. Springt dahin. Verursacht Rückstoß, Lähmen. Ach du Scheiße. Und dann den Hammer. Der auch schon Rückstoß verursacht. Haben wir ja gesehen. Press further to the resource point. Ja. Ah, der Fog of War geht ein bisschen ruckelig. Okay, er wackelt auch ein bisschen viel.
Okay, jetzt haben wir den Resource Point. Geht das denn schneller, wenn da mehrere Einheiten drin sind? Das muss man nochmal ausprobieren. Ja, den Timer haben wir gesehen. Ja, das war jetzt nicht die Leistung. Komm, hau mal was raus. Resources from a point until you upgrade it with an add-on. Purchase the requisition add-on by clicking the requisition add-on button over the resource point. Ah, okay. Wenn wir jetzt irgendwas hier auswählen, dann haben wir mal das da, alles klar. The requisition generator boosts the amount of requisition you gain from a point. Requisition is the resource used for purchasing vehicle upgrades and infantry units. A power generator is the second type of resource add-on that you can construct. Power is the resource used to construct infantry upgrades and vehicle units. Most upgrades and unit purchases require a little of both of these resources. Ja, Standard. Darum wird sich dann auch drehen. Ja, als erstes eine gute Ressourcenbeschaffung organisiert ist natürlich im Vorteil. The requisition generator is finished. You will now gain requisition from this resource point. Let us further increase the requisition we are getting from this add-on by purchasing the points resource upgrade. Ressourcenverbesserung kaufen. Ja, ist klar. When your point is done upgrading, the amount of resources it generates will be increased. So lange dauert das? Das geht aber schnell. 25%. Ist jetzt so ein bisschen. Kostet mal ganz schön, wenn man die Zeit hat. Enemies are on their way to attack your resource point. Move Gabriel to the entry point to guard the area. Oh, das ist nicht Gabriel. Das ist er auch nicht. Ach komm, dann will ich den halt von unten aus. Wo ist er denn? Ach, der ist ja links. Der ist eine Einmannarmee, der haut alles weg. Bringen sie doch her, die garstigen Orks. Na, guck dir mal so. Fähigkeit drücken, dann linksklick, ansonsten rechtsklick, Angriff, alles klar. Gabriel has sustained damage to his health. Base buildings have an ability called Healing Aura that heals elites. Out of combat, das ist wahrscheinlich die gleiche Größe wie der Kreis hier. Will have their health restored. Move Gabriel next to your base building to heal him. Ja, geht schon los. Heilen kostet dann auch wieder? Nee, das ist die Heilaura. Ah, das ist klar, da kann man die dann sehen. Blau, grün. Ja, ist eigentlich die gleiche. Sollte jetzt nicht den Unterschied machen, den Millimeter. Muss man den nur berühren? Das ist ja vielleicht noch ganz wichtig. Krieg ich da mehr? Mehr, wenn er drin steht? Ja, dauert gefühlt immer noch sehr lang. Gleich ist er wieder voll. Das ist natürlich ganz gut, wenn man auf seine Einheiten aufpassen kann. Ist auf jeden Fall billig, denn es kostet anscheinend gar nichts. Das wieder aufladen. The might of the marching there now. Move Gabriel next to your base building to heal him. Hab ich doch. Move Gabriel next to your base building to heal him. Na gut, dann gehen wir da noch rein. And is ready to return to the battle. Was war das jetzt? Alles klar, also laut meiner Anzeige war er ziemlich voll. We will use scout squads to track down the enemy. Deploy two scout squads from the barracks. Das höre ich doch gern. Hier da. Scouts are stealth units with a large line of sight. Stealth units can only be sighted by enemy detector units. Das heißt, die Scouts sind schön getarnt. Deploy one more. All builder units, such as the Servitor, have the ability to detect stealth units. Your scout squads are ready. Before we take your infantry into battle, we will upgrade their attack strength at the Arsenal building. The Arsenal is the Space Marines upgrade structure. Use your Servitor to construct the Arsenal.
Servitor. Das würde ich direkt gerade probieren. Doppelklick auf die Einheit, seid ihr da. Das ist quasi wie bei StarCraft. Klicken Sie auf den Servitor, genau. Bauen wir jetzt eine Waffenkammer. Ich habe mal vorgegebene Felder, ich baue den mal jetzt hier hin. Okay, scheint auch gut zu finden. Da könnt ihr so ein bisschen ja eure Basis so bauen, dass vielleicht sogar eine Blockade damit entsteht und ihr vielleicht, wenn ihr zwei Eingänge habt, einen Eingang damit blockiert, würde ich jetzt vielleicht mal vermuten, wenn er hinter Einheiten steckt, dass das auch ganz gut sein kann. Genau, der Bau pausiert. Rechtsklick, macht da weiter. Okay. Die anderen popeln in der Nase. Kann natürlich auch hier auf die Minimap drücken. Oder auch hier. Fertig! Nee, aber er quatscht schon. Er rappelt. Da oben steht immer, was wir machen müssen. Was ist hier? Was ist da rechts? Was ist das für ein komischer Rahmen? Hab der mal reingeschossen. Vielleicht gesehen. With the arsenal finished, you can now purchase upgrades for your line units. New abilities for some line units can also be purchased from an upgrade structure. Ja, Gesundheitsverbesserung und Schadensverbesserung. You can purchase health and damage upgrades for your line units. Leider keine purchase Waffen. The infantry damage upgrade from the arsenal. Aber okay. Kann sich verbessern. Das ist schon mal was. Mehr Bolterpower. Ist egal, was sie haben, Schwerter oder Waffen. Schwerter. We will now upgrade a tactical marine squad with a plasma gun upgrade. Oh. Select a tactical marine squad and oh, left click the plasma gun upgrade. Aber dann gibt's natürlich nur einen, oder? Wir gucken mal an. Ja, stellen wir die da hin. Plasma guns are powerful ranged weapons that fire more rapidly while stationary. If they sustain fire too long while stationary, their guns will overheat and have to cool before resuming fire. Das ist aber ziemlich krass. Now that your army is upgraded, use it to investigate the hostile area outside of your base. Nur ein Upgrade. Remember to use your scout squad's stealth capabilities to scout ahead. Plasma guns ready. Doing it now. I am Gabriel. Doing it now. The might of the blood. The Emperor lights our way. Wo ist denn der Trupp 3? Ich den nicht hier gemacht. Use your forces to scout for enemies. Chapter Command fights with you. Plasma team moving. Wow. Da muss ich unbedingt noch an der Mausintensität arbeiten. You have my favor and the Emperor's. Prepared and practiced. Doppelklick lässt natürlich. Use your forces to scout for enemies. Ich scoute. Ich soll unten scouten, okay. By your leave, we embark. Sind die natürlich alle oben hingelaufen? Hat man. Ist das dann Gruppe 1 und das wird jetzt Gruppe 2? Okay. Na, erstmal wieder reinkommen, ne, in das Ganze. Alles eingänglich. Komm mal schon rein. Units inside stealth cover are hidden from view from enemy units outside of it. This allows your units to scout what lies behind stealth cover without revealing themselves to enemies on the other side. Na, Standard, enemy ne? Units can gain sight of your units only if they enter the stealth cover with your units. Ja, bekannt aus StarCraft natürlich und aus Heroes of the Storm. Kann ich jetzt einfach drauf schießen? Ja, ich könnte jetzt drauf schießen oder ich springe einfach drauf. Okay, das ist ein Zeichen, wenn man getarnt ist. Das ist schon mal nett.
dann use stealth cover to ambush your enemies. Command understood. Ich sollte jetzt nur noch mit dem mittleren Mausrad scrollen. Sind wir alle drin? Jetzt können wir alle reinspringen. Okay, die machen nix. Ah, schnell dezimiert. Ah, gegen so eine Gruppe macht's nix. Is treacherous. Use your scouts to scout out any hostile enemies ahead. Do not let your scouts become detected. Alles klar. Also auf die Detektoreinheit aufpassen. There may be enemies inside that stealth cover. Use your camouflaged scouts to safely scout any enemies in the stealth cover. Kill the enemies you find. We've our marching orders. Okay, die haben wir jetzt hier. Name your target. Kill the enemies you find in the stealth cover. Ich kann jetzt nicht mehr raus. Doch, ich kann auch noch raus, oder? Die kümmern ganz schön auf den Arsch. Ja, zurückziehen aus Kämpfen kann man sich auch, das ist sehr gut. Erstmal Ruhe im Karton. Das war nicht ganz so optimal, ne? Blendgranate. Ja, hätte ich mal schmeißen können. Genau. Das ist ziemlich cool. Jede Einheit kann irgendwie was. Die können jetzt Blendgranaten schmeißen. Dann haben wir Plasmawerfer jetzt dabei. Was? Da ist immer noch was drin? Leck doch. Komm, geh kaputt. Ja, das mit den Tarneinheiten muss ich nochmal ein bisschen üben und verinnerlichen. Was ist das da? Tarnung. Alles klar, die Tarnung geht dann wieder an nach einer Weile erst. Okay, gut zu wissen. Order's clear. Setting out now. The enemy has captured the next resource point and built a listening post to protect it. A listening post is a structure with a ranged weapon that also protects resource add-ons from damage. Before you can destroy enemy add-ons or capture an enemy point, you must first destroy the listening post that protects it. Na klar. Once the listening post is gone, you can destroy the enemy add-ons and take the point for yourself. Destroy the listening post. Da werden hinter die härtesten Kämpfe drum geführt, um die Ressourcenpunkte. Ah, guck mal, hier ist ja auch noch einer. Eieiei. Okay, pass auf. Die gehen hier in den Schatten. Tactical Marines gehen auch hier rein. Und er wird hier vorne reinspringen. Danach gibt es dann ordentlich Gazala da oben. Alles klar. Wenn die da aus der Wolke hier rausschießen, werden sie für alle sichtbar. Das hatte ich nicht beachtet. Destroy the listening post. Auf sie! Schmeiß mal hier Blendgranaten rein. Man sieht jetzt natürlich nicht, ob er irgendwie geblendet ist, ob das irgendwie einen Effekt hatte. Listening post is destroyed and the resource point is now vulnerable to capture. Capture the resource point. So, jetzt gucken wir mal. Einer geht hin. Schnell das geht. Tactical Marines ready. Okay, das Wegnehmen wird wahrscheinlich nicht schneller gehen, nur weil mehr drin sind. Taking the point. Jetzt mal zu merken, wie schnell das ist.
Ha, es ist irrelevant, wie viele Leute dahin gehen. Er wird nicht schneller sein. Okay, das heißt, es reicht auch immer eine Einheit. Da muss man sich da nicht abhetzen. Was machen wir da? This completes your second Dawn of War 3 tutorial. You are ready to proceed to the last tutorial, which centers around Dawn of War 3 multiplayer. Sehr cool, sehr cool. Okay, ich hatte befürchtet, es gibt keine Upgrades. Es ist zwar ein bisschen abgespeckt, dass ihr jetzt nicht sagen könnt, pass auf, die eine kriegt einen Champion, die kriegt jetzt einen damit, oder zwei Flammenwerfer, drei Melter und hast du nicht gesehen. Ihr erinnert an den ganzen Trupp. Kann man mögen, muss man nicht. Als Tabletop-Veteran im Warhammer-Universum ist das natürlich... ne, wisst ihr Bescheid. Hätten wir ja gerne. Aber wenn es sich so fluffiger spielt, warum nicht? Eine Partie soll aufgrund des einen Spielmodus, der leider nur existiert, ungefähr so 20 bis 40 Minuten dauern. Dann wird es aber dann auch wahrscheinlich zu Ende sein. Also es wird sich jetzt nicht irgendwie 1,5 Stunden mal bewegen, was ja bei anderen auch eigentlich fast nie passiert. Selbst die Hadesen Starcraft Matches waren so nach einer Stunde vorbei. Und das war dann auch schlimm. Welcome to the battlefield, brother. This tutorial will teach you the mechanics unique to a multiplayer match. You've arrived just in time. The enemy has destroyed our critical structures and exposed our power core for attack. The battle will result in defeat if our power core is destroyed. However, if we can fight back and destroy the enemy's power core, victory is ours. Alles klar, dann machen wir das. We need your elite unit, Gabriel Angelos, to swing this battle in our favor. However, we need to accumulate enough elite points to deploy him. Ah, you gain elite points over time, but you can speed up point accumulation by constructing an elite point generator on a resource point. This resource point is already captured. You can construct add-ons and listening posts on any point captured by you or an ally. All your teammates will gain full economic benefit from a point's add-ons. Das heißt, wenn wir so einen Ressourcenpunkt haben... Defend our resource point until we have enough elite points to deploy Gabriel Angelos. Alles klar. Okay, der hat nur einen Ballon. On the elite point generator button above the resource point in order to deploy Gabriel faster. Our elite points will increase faster once the point is done upgrading to the new add-on. Wir haben jetzt leider keine besonderen Fähigkeiten. Bonusschaden gegen Antigravs, aha, weil sie Laserkanonen haben. Ja, das halten die alle von alleine. Wäre Devastatoren oder was sind das? Fresh reinforcements are on their way. Ja, Devastatoren. Schön hartnäckig. Oh, Feuer. Fresh reinforcements are on their way. Das wird knapp. Wir haben leider keinen Turbo-Modus oder sowas. Komm, wie lange braucht er denn? Reinforcements are on their way. Ah, die Sekunden stehen da. Cool. Komm, Gabriel. Rette den Tag. We have enough elite points to deploy Gabriel Angelos. Okay, der hat hier so ein Einzugsgebiet. Elites like Gabriel can only be deployed next to friendly resource points, critical structures and strongholds. Kill the remaining enemies. Hammer. Now is our chance to counterattack. In order to achieve victory, we must destroy the enemy's critical structures. The structures are the shield generator, the turret, and finally the power core. Okay. These structures grant defenses to each other, so they must be destroyed in that order. Destroy the shield generator. Vielleicht sollten wir erstmal unsere Einheiten wieder ein bisschen aufbauen. So.
He who fights with me shall be Chapter Master setting out. Also erst den Schildgenerator zerstören. Dann den Geschützturm und dann den Energieturm. I understand. Destroy the shield generator. Warte mal. Da ist der. Huhu. Er war einer zum Falschen hingelatscht. Können die auch schneller laufen, wenn ich die doppelklicke? Nein. Die haben also kein Sprinten. Upgrade is complete. So, Upgrade haben wir jetzt. Aber wir kriegen keine Einheiten. Wir haben keine Hütte, die welche baut. Marching there now. Und sie marschieren, und sie marschieren. I will carry out this plan. Wo ist denn der Weg? Destroy the shield generator. Going covert. Na, wir können uns ja noch diesen Punkt da vorne holen. Gabriel moving out. Nicht, dass es unbedingt was bringt. Oh, schon mal hier sind. Wie lustig das war. Ja, die wollten schon schießen. Die Devastoren, die müssen tatsächlich ein bisschen stehen. Da lief ihnen so ein blauer Balken unter denen her. Womit die wahrscheinlich ihre Waffen aufladen. Aber Gabriel, das sind Stufen. Scheiße, ich dachte, das sind Blockaden. Behind the shield generator's shield. We must destroy its shield before we can destroy the shield generator. Destroy the shield generator. None can stop me. Targeted. Begone. Last cannon team here. Die. Ah, der macht alles alleine. Destroy the shield generator. Attacking. Was ist das denn hier? Ist das denn so eine Waffe? I will not falter. This is Gabriel. Understood. Destroying it rewards us with extra resources. Oh, okay. And also makes the turret vulnerable. Das ist ja kaputt. Was war das denn hier für ein Turm? Ist das ein Abwehrturm? Wahrscheinlich, ne? Deswegen so gut Reichweite. Recklessly attacking the turret. The turret will infrequently fire a beam attack that damages units in a line. Oh, the turret has a triggerable ability called shockwave that stuns units around it. The turret's basic attack will cycle between different units to fire on if multiple units are in range. Alles klar, also ensure you space out your units while fighting the turret. Jawohl. Krasse Abwehrmaßnahme. Alles klar. Hit and run. Attack and destroy the turret. Taking fire! Und wenn die Schockwelle kommt, muss er dann eben weggehen. Aber die kommt doch sicher gleich, oder? Ja, der schuckt aber auch gut Schaden. Destroying the turret has rewarded us with resources as well. The power core is now vulnerable for attack. Und der ist jetzt natürlich da unten, oder wo? Klar, wo sonst? The enemy has penetrated our base. They must have snuck around. The power core has a shelter ability you can activate. Activate power core shelter to buy time for us to reposition our troops and drive the enemy back. Ja, dann auf Schluss.
Wo sind meine Einheiten denn? Hier. You have my favor. I'm the Emperor. Shall be done. Activate Power Core Shelter to buy time for us to reposition our troops and drive the enemy back. Shield engaged. Okay. Dann ist der einfach mal weg. Select your stronghold and use the mass recall ability. Any of your units outside of combat will be teleported back to the stronghold. Und wohin? Muss ich dann irgendwo drücken? Achso, das ist ja schon. Our emergency recall ability is available. Ist einfach der Rest. Juhu! Schütten wir beide rein. Defend our power core from the enemy. Set moving to orc target. Name your target. Marching orders. I will not falter. Kleinen Orks sind nichts zu lachen. Another defeat. Cool. Hammer. The enemy's power core is now wide open for counterattack. Counterattack, baby. Destroy their power core. Das sind dann natürlich andere Maps. Es gibt 6, 8, keine Ahnung, irgendwie 6 oder 8 Maps. Und das Prinzip wird dann halt das gleiche sein. Ressourcenpunkte einsammeln, Schildgenerator zerstören, Geschütz zerstören und dann den Energiekern. Their power core is invulnerable while it is sheltered. Focus on killing the enemy forces until the shelter expires. Targeting infantry. Blast cannon team here. This is K-Dive. None can stop me. Orcs can't. It's done. It's dead. Destroy their power core. Ja, machen wir ja. I will not fault. My hammer will crush you. Und wieder beide? Ah, diesmal nur einer erwischt. Well done. This concludes the Dawn of War 3 multiplayer tutorial. You now know what it takes to achieve victory. Schnell noch ein paar kaputt machen. Ach, guck mal hier ihr Schloss. Krieg ist hart. Aber dank Dawn of War auch sehr spaßig. Das hier das neue Ding. Da würde ich erstmal Stunden drin versenken und mich einarbeiten. Und mit Freude werde ich euch Partien präsentieren von mir und meinen Leistungen und unseren Kollegen. Ach, das ist toll. Hier kommt dann die Kampagne und hier haben wir dann die Mehrspielerspiele. Lernen oder überspringen? Überspringen. Gruppe starten. Was? Aber das ist doch viel zu schnell. Gut, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich danke fürs Zusehen. Wenn ihr auch so aufgeregt seid wie ich, dann lasst gerne einen Kommentar. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann sehen wir Multiplayer-Gefechte. Reingehauen.